Gegner, stellen Sie sich doch bitte einmal unseren Hörerinnen und Hörern mit Ihren eigenen Worten vor. Wer sind Sie und was machen Sie so? Also im Hauptberuf bin ich Autor oder Schriftsteller. Zugleich bin ich Vorsitzender des Schriftstellerverbandes hier in Nordrhein-Westfalen. Also der heißt genau Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne in Herne, das liegt mitten im Ruhrgebiet. Und wenn ich in der Schule aus meinen Büchern vorlese, dann fragen die Schüler immer, wo kommen sie her? Und dann erkläre ich das immer per Fußball. Ich sage, ich wohne genau zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Sie haben bisher 30 Bücher in verschiedenen Literaturbereichen veröffentlicht. Dabei überwiegen vor allem Kinder- und Jugendbücher. Um was geht es Ihnen dabei? Haben Sie besondere Themenschwerpunkte? Ja, grundsätzlich möchte ich natürlich versuchen, bestimmte Themen voranzubringen. Da geht es also oft um Themen, die mir Schüler nennen, wenn ich in Schulen auftrete, dass sie Spannungen zu Hause haben, dass sie Probleme mit Drogen haben, dass sie Schwierigkeiten in der Schule haben. Und da möchte ich Ihnen, weil Sie sich nicht so gut ausdrücken können, jedenfalls in vielen Fällen, da möchte ich Ihnen eine Stimme geben, ohne dass ich Sie in meinen Büchern irgendwie versuche bloßzustellen, sondern das soll eine Hilfestellung sein. So haben Sie auch das Thema Amoklauf an Schulen aufgegriffen in einem Buch, welches 2010 erschienen ist. Es heißt Scheiße, der will Amoklaufen, welches im Verlag an der Ruhr erschienen ist. Wie haben Sie dieses schwierige wie heikle Thema jugendgerecht aufgearbeitet und verpackt? Ja, zunächst einmal müsste ich ein bisschen was erklären zu dem Titel des Buches. Der Titel des Buches stammt nicht von mir, sondern vom Verlag. Ich hatte einen ganz anderen Titel ausgewählt und man hat mir dann mitgeteilt, ja, so und so heißt das Buch. Da war ich erstmal sehr entsetzt, weil ich gedacht habe, mein Gott, das Buch soll in Schulen gelesen werden. Was sagen die Lehrer, was sagen die Eltern der Kinder, wenn sie mit ihrem Exemplar nach Hause kommen? Sowas lernt ihr in der Schule. Aber dann haben die Fachleute in dem Verlag gesagt, das sind pädagogisch ausgebildete Menschen, die haben dann gesagt, nein, nein, also das Wort Scheiße, das kommt bei den Jugendlichen pro Tag so 30 Mal vor. Also das ist alles gar nicht so schlimm. Dann habe ich also mit Bedenken zugesagt, nachdem ich vorher schon mal versucht habe, kann man das nicht ein bisschen verharmlosen? Nein, nein, das ist okay so. Und es hat sich herausgestellt, dass das also wirklich ein guter Titel ist. Das Buch läuft unendlich gut. Ich bin also sehr zufrieden damit und wollte eine Geschichte erzählen, indem ich einen Jugendlichen begleite in seiner Entwicklung. Parallel dazu Jugendliche, die das beobachten und versuchen, diesen Jungen aus seiner Isolation, die zur Gewalt führen kann, herauszuholen. Das war also der Anspruch des Buches. Sie haben dieses Buch so geschrieben, dass auch leseschwache Schüler nicht aus Frust den Spaß am Lesen verlieren. Was unterscheidet diesen Text von einem sogenannten normalen Buch? Eigentlich nicht viel. Ich habe versucht, immer ruhige Erzählpassagen zu mischen mit Action-Passagen und versucht auch über den roten Faden, der durch dieses Buch läuft, zum Schluss auch auf einen gewissen Höhepunkt hinzuarbeiten. Die Reaktionen der Schüler waren inzwischen so, dass sie sagen, das ist das erste Buch, das ich bis zum Schluss durchgelesen habe. Also insofern habe ich wahrscheinlich es richtig gemacht. Das muss so sein. Könnten Sie uns einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen? Ja, das will ich gerne machen. Zur Erklärung wäre noch zu sagen, dass hier ein vereinsamter junger Mann, der keine guten Kontakte in der Schule hat, dem die Schule auch bis hier geht, dass der auszusteigen versucht. Und er macht das deutlich in seiner Homepage. Davon haben einige Leute was mitbekommen und ein befreundetes Jugendpaar versucht da gegenzusteuern. Und was sie da so entdecken, das steht in der Passage, die ich jetzt vorlesen möchte.
Tatsächlich aber dauert es eine kleine Ewigkeit, bis die erste Seite erscheint, aus der Lorenz Nachtigall mit zusammengekniffenen Augen und einem eingefrorenen Lächeln herausschaut, nickt, klickt hin und her und ist auf einmal ziemlich erstaunt. Du, schau mal! Erst ist der Monitor völlig schwarz. Aus der rechten Ecke kommt dann ein scharfer Lichtstrahl. Darin erscheint eine schwarze Figur, die größer und größer wird und in die Mitte der schwarzen Wand tritt. Das ist der Florenz. Sieht doch geil aus. Ich weiß nicht, was das soll, wirft Jana ein. Angeber, der fühlt sich wohl wie Wolverine oder sonst so ein Superheld. Blöde sowas. Dann öffnet sich ein quadratisches Fenster. Das Gesicht von Lorenz erscheint. Wollt ihr was erleben? Fragt er. Okay. Könnt ihr haben. Jede Menge. Mehr als genug. Aber ab heute bestimme ich. Auch über euch. Und niemand hält mich auf. Ihr werdet immer an mich denken. Für mich ist es ein kleiner Schritt, für die Menschheit ein großer. Ach, dämliches Gelaber, stellt Nick fest. Den Satz mit der Menschheit, den habe ich schon mal gehört. Der ist irgendwo geklaut, vermutet Jana. Der Kopf von Lorenz kommt immer näher. Jana und Nick mögen ihn jetzt nicht einfach wegklicken. Plötzlich erscheint eine Hand mit einer Armbrust, eine zweite Hand spannt das Gerät, das auf den Zuschauer zielt. Aus dem Off kommt eine harte Stimme. Ihr, ja ihr, ihr habt es echt verdient. Ich mache euch fertig. Ich freue mich schon auf den Tag. Ihr müsst euch eurem Schicksal stellen. Jeder von euch, Oliver und Markus und Geli und Lena und auch du, Werner. Oder meinst du vielleicht, du bist als Lehrer was Besseres? Ein Scheißhaufen bist du und du bist als Erster dran. Das war die Passage. Sehr gut. Vielen Dank. Die Leseförderung liegt Ihnen sehr am Herzen. So sehr, dass Sie 1996 für Ihren Einsatz für die Literatur und Leseförderung das Bundesverdienstkreuz erhalten haben. Was steckt dahinter? Warum ist das so? Bei meiner Arbeit mit jungen Leuten habe ich festgestellt, dass sie zum Teil Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Das merkt man inzwischen auch bei Erwachsenen. Deswegen muss ich Texte verfassen, die Menschen sofort ansprechen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um sie zum Lesen zu locken und dann auch vielleicht über sich selber und über ihre Mitmenschen nachzudenken. Und ich habe natürlich festgestellt, dass bestimmte Jugendliche, und das sind nicht wenige, Probleme haben beim Lesen. Deswegen sind meine Bücher so nach und nach auch, sagen wir mal, in einer Sprache entwickelt worden von mir, die es dem Leser etwas leichter macht, hineinzufinden in die Geschichte, sich da mit bestimmten Figuren zu identifizieren. Und ja, das hat man irgendwann mal anerkannt. Ohne dass ich das davon gemerkt habe, wurde mir dann dieses Verdienstkreuz verliehen. Sie haben eben ja schon erwähnt, dass Sie viel von den Jugendlichen selber erfahren. Und so benutzen Sie auch ganz selbstverständlich Redewendungen, die wir eben ja auch gehört haben, wie Furzer, blinder Maulwurf. Oder auch so etwas wie bleib mal cremig. Wie schaffen Sie es, dass Sie den Zugang zu Jugendlichen bekommen? Weil Jugendliche, die problematisch sind, mögen vielleicht eher verschlossen sein gegenüber Erwachsenen. Wie kommt es, dass Sie den Zugang erhalten? Also in der Schule ist es so, dass ich mich grundsätzlich erstmal locker vorstelle und dass ich dann aus meinen Büchern vorlese und danach ergeben sich dann oft Gespräche mit jungen Leuten. Ich frage dann auch, was liegt euch so am Herzen, was belastet euch, was macht euch Freude? Das ist natürlich auch wichtig in einem Schülerleben. Ich nehme nicht immer nur dramatische Dinge wahr. Und dann fordere ich sie manchmal auf, mir zu schreiben, das geht ja auch und das finde ich immer sehr toll.
wenn junge Leute es wagen, einem Schriftsteller zu schreiben, weil sie ja wissen, es ist nicht alles so richtig formuliert und entspricht nicht alles dem Duden, aber das ist mir auch egal. Mir kommt es darauf an, etwas mehr über sie zu erfahren. Und so bleibe ich in der Szene drin und treffe dann meistens auch ihre Sprache genau. Ein Kulturchef einer großen Zeitung im Ruhrgebiet hat mich mal angesprochen, als er ein Buch von mir besprochen hat und hat gesagt, wie machen Sie das eigentlich? Haben Sie da einen Fachmann, der Sie berät bei der wörtlichen Rede, wenn Jugendliche auftreten? Nein, nein, konnte ich sagen, ich schreibe das selber. Aber es liegt daran, dass ich gut zuhöre und dass ich mir Redewendungen, ganze Sätze, natürlich auch Ereignisse gut merken kann und sie dann anschließend wieder einsetze. Und dieser Kulturmensch sagte dann, ja, meine Kinder haben das auch gelesen und die sprechen genauso wie in dem Buch. Das ist so, das ist so. Das Psychologie von Kindern verstehen. Und von denen lernen ist ganz wichtig. Deswegen, ich sage, wir sollen nicht von Kindern unbedingt beibringen, wir sollen von Kindern lernen. Die Nachwuchsförderung ist Ihnen neben der Leseförderung ebenfalls ein Anliegen. Sie sind Herausgeber eines Gedichtbandes junger Autorinnen und Autoren aus NRW. Dieses Gedichtband ist dieses Jahr erschienen bei Edition Virginis unter dem Titel »Noch dunkel, schon hell«. Wie kam es zu dieser Entstehung von dem Gedichtband? Ich bin Vorsitzender einer Stiftung, das ist die Lieselotte Rauner Stiftung in Bochum. Lieselotte Rauner war eine sehr bekannte Autorin im Ruhrgebiet und sie hat etwas Geld hinterlassen mit der Maßgabe, dass man damit Lyrik fördern soll, weil sie selber viele kurze Texte, sehr schöne Texte geschrieben hat. Und große Probleme hatte sie, unter das Volk zu bringen. Mit 50 Jahren hat sie erstmals veröffentlicht, aber dann nachher, als sie bekannter wurde, sehr viel veröffentlicht und sehr gute Sachen. Also als Vorsitzender dieser Stiftung haben wir einen Wettbewerb ausgerufen, dass sich Lyrikerinnen und Lyriker, ganz junge wenigstens, bewerben können und von etwa 2 Dutzend Menschen, die wir selber ausgesucht hatten, um sich zu bewerben, sind 6 übrig geblieben, also die 6 Besten, meine ich. Und daraus haben wir dann ein Buch gemacht, um diese jungen Leute, die schon zum Teil einige kleinere Veröffentlichungen haben, um diesen jungen Leuten mal die Chance zu geben, auch in einem richtigen Buch zu erscheinen. Das ist immer ein Vorteil, wenn man so ein respektables Buch vorlegen kann. Und das war also das Motiv für uns, so etwas zu tun. Für Motivation ist ganz wichtig, was die Jugendlichen brauchen. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Leider ist dadurch, dass wir natürlich mit unserem Stiftungsgeld, wir leben nur von den Zinsen, seit der Finanzkrise natürlich auch in Bedrulle sind und nicht so viel unternehmen können, wie wir wollen. Aber wir haben einen sehr schönen Verlag mit der Edition Virginis in Düsseldorf gefunden, der sehr schöne Bücher macht, sich sehr viel Mühe gibt, denn das Ganze muss ein Gesamtkunstwerk sein. Das ist zumindest immer meine Forderung bei einem Buch. Das heißt, es ist Ihnen auch ein Anliegen, die Lyrik an sich zu fördern, da sie doch heute irgendwie so einen unpopulären Stellenwert eher hat? Ja, das stimmt vielleicht nicht ganz. Es wird unendlich viel Lyrik geschrieben, nicht unbedingt immer gute und lesenswerte. Aber das ist schon wichtig, dass die Menschen sich mit kurzen Texten auszudrücken versuchen. Wir wollen versuchen, so einen gewissen Trend, dass man doch nochmal sich die Zeit nimmt, Lyrik zu lesen oder zu schreiben, dass man diesen Trend unterstützt. Das sehen wir einfach als unsere Aufgabe an. Herr Degner, Sie haben auch eigene Gedichte geschrieben und jetzt würden wir doch gerne einen kleinen Ausschnitt von einem Ihrer Gedichte hören. Worauf dürfen wir uns jetzt freuen?
Ich habe keinen Gedichtband mitgebracht. Ich schreibe aber selber hin und wieder mal Gedichte zu ganz bestimmten Themen. Das sind, sagen wir mal, so Fingerübungen, Kopfübungen, um in der Materie drin zu bleiben. Was ich schreibe, das sind, was ich schwerpunktmäßig schreibe, das sind Aphorismen. Aphorismen sind ganz kurze Texte. Man versucht mit einem Satz eine spannende, ironische, nachdenkenswerte Sache zu erläutern. Das ist schon eine Meisterleistung, es sprachlich und inhaltlich zusammenzubringen und das in aller Kürze. Am besten ist, dass ich das vielleicht mal an Beispielen deutlich machen kann. Ich habe mehrere Aphorismenbände geschrieben, jeweils mit 100 Aphorismen, die man natürlich nicht an einem Stück lesen kann, sondern immer nur so 3, 4 hintereinander, weil sie so geballte Aussagen haben, dass man da immer mal eine Ruhephase oder eine Nachdenkphase braucht. Ich lese mal vor aus einem neueren Band. Der erste Aphorismus lautet: Selbsternannte Saubermänner sind oft mit allen Wassern gewaschen. Oder: Unbestechlichkeit ist ein Luxus, den ich mir immer leisten möchte. Ein Populist versteht es, seine Lügen verstehbar zu machen. Politikverdrossenheit. Die schweigende Mehrheit gibt den Ton an. Vielleicht noch eins dazu. Ich halte mich für reich, denn mir ist einiges erspart geblieben. Das nur als kleiner Ausschnitt. Sehr gut. Vielen Dank. Aus welchem Buch haben wir jetzt diese Aphorismen gehört? Das Buch nennt sich Vorschau und Rücksicht, 100 bedenkliche Aphorismen. Sie schauen so ein bisschen fragend, was das Bedenkliche zu bedeuten hat. Ja, ich mache es so, dass ich manchmal die Wörter gerne auf eine Goldwaage lege. Also in diesem Fall soll man darüber nachdenken. Manche halten meine Äußerung aber für bedenklich. Da ist also das Positive und das vielleicht auch Negative miteinander vermischt und das macht mir besonderen Spaß. Haben Sie schon neue Projekte oder Bücher in den Planung? Oder gibt es Lesungen, wo wir sie erleben können? Eigentlich habe ich immer neue Projekte im Kopf. Ich bin zwar schon im Rentenalter, aber Künstler gehen nicht in Rente oder in den Ruhestand. Sie machen so lange weiter, wie sie noch gefragt sind und wie ihnen noch einiges einfällt. Und ich kann sagen, mir fällt noch für die nächsten Jahre eine ganze Menge ein. Im Augenblick mache ich kaum Lesungen, es ist Sommerzeit, da ist man nicht so viel unterwegs, aber im Herbst geht es dann wieder los mit Lesungen, die dann entsprechend über das Internet verbreitet werden, beziehungsweise wo es dann Hinweise gibt auf diese Veranstaltungen. Deswegen die Schriftsteller in Nordrhein-Westfalen, Sie haben noch ein junger Herz festgestellt und wieder als Vorsitzender entschieden. Ja, ich bin jetzt wieder gewählt worden zum Vorsitzenden dieses Schriftstellerverbandes, nachdem ich vorher schon einige Jahre in diesem Amt tätig war. Aber ich kann sagen, mir macht es Freude, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein, neue Dinge auszuprobieren, neue Entwicklungen mitzutragen. Insofern bin ich da mit voller Kraft noch dabei. Ja, wenn man Sie jetzt erreichen möchte, gibt es bestimmt eine Homepage von Ihnen, die Sie uns gerne nennen dürfen?
Ja, natürlich gibt es eine Homepage, die ist www.volkerwdegener, das ist ein Wort.de. Aber man muss nur meinen Namen googeln und dann findet man schon ganz viele Hinweise. Das war's auch schon wieder mit dem Künstlerporträt von Radio Kaktus. Heute mit dem Schriftsteller Volker Degener. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich war gerne hier.